Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Sapiens Parabellum. Wir sind wieder bei Waffenprofessor Martin in Deutsch-Wagram bei Austria Arms und machen heute eine kleine beliebte Speed-Dating-Runde über die neuen Pistolen-Kaliber-Karabiner. Genau. Wir haben hier drei Pistolen-Kaliber-Karabiner, diese Sorte. Das sind alles drei Modelle, die es erst seit kurzem hier bei uns in Österreich gibt und wir werden sie jetzt euch vorstellen in kurzer Zeit, also wir schätzen mal so 2 Minuten. Mit Schießszenen und allem. Worum geht's jetzt? Also wir haben als erstes die CZ Scorpion Evo 3 S1 als Karabiner-Variante. Dann schon länger am Markt, aber noch nicht in Österreich verfügbar gewesen, der Heckler & Koch USC-Karabiner im Kaliber 45 ACP. Und dann zu guter Letzt den Limex Arms LLC in 9x19. Kleinigkeit noch vorweg, ich bin heute zuständig für die Technik und für alle Defizite und Mängel bin somit ich verantwortlich. Es gab schon. Gut, na dann legen wir los, ich nehme die Zeit. Fein, ja. Mhm. Shooter ready, stand by. Go. So, also die CZ Scorpion Evo 3 ist jetzt von diesen drei Gewehren hier die einzige, die einen Klappschaft hat. Also damit kann man das Gesamtmaß der Waffe schön verkürzen. Abgesehen vom Klappmechanismus hat sie auch noch einen Schubschaft, der längenverstellbar ist in drei Positionen. Also das kann man sich wirklich gut anpassen an alle Körpergrößen. Der Lauf ist hier etwas länger. Ich weiß jetzt nicht auswendig, was die Gesamtlänge ist, aber er ist auf jeden Fall länger wie jetzt der 10 Zoll Lauf vom Limex Karabiner. Ich habe einen M-Lock-Handschutz, der fast bis zur Mündung vorgeht, dadurch kann man ja noch schön greifen. Man kann sich durch die M-Lock-Schnittstellen alles dran bauen an Zubehörteilen, von Vordergriffen bis hin zur Lampenhalterung. Gibt es mittlerweile auch schon sehr viel. Genau. Sonst, ich habe einen beidseitigen Magazinauslöser, der hier einfach mit dem Zeigefinger gedrückt werden kann oder mit der zweiten nachladenden Hand mit dem Daumen gezogen werden kann. Also damit ist das Nachladen auch für Links- und Rechtshänder möglich. Genauso die Sicherung, die kann man auch schön links und rechts bedienen über den Daumen. Hier oder über meinen Zeigefinger. Dann hat die Waffe einen Durchladehebel wie auch die MP5. Den kann man hier anziehen und auch oben arretieren lassen. Wenn man ihn nicht arretieren möchte, sorgt dann auch ein Verschlussfanghebel, den man nach unten drückt, dafür, dass der Verschluss wieder vorgeht. Also im Großen und Ganzen eine wirklich tolle Sache. Durchgehende Picatinny-Schiene. Und was hier auch ganz witzig ist, sind die Backup-Sides. Das ist nämlich hier eine Lochkimme, die man komplett durchdrehen kann und ich habe hier 4 unterschiedliche Lochdurchmesser für die diversesten Lichtverhältnisse, also auch nicht schlecht. Ja. Für die Waffe an sich gibt es mittlerweile schon wirklich viel Zubehör, speziell in Amerika ist der sehr beliebt, dieser Karabiner. Es gibt jetzt andere Griffstückmodule, wo man AR-15 Griffe montieren kann, Magpul macht AR, also macht Magazine dafür, andere Schubschaftadapter und so weiter. Die sind auch bei sehr vielen Einheiten eingeführt, also mittlerweile schon Spezialeinheiten, sehr viel am Ostblock auch in Amerika. Verwenden die Waffe. Das ist eine wirklich lange Liste. Ja. Gut, wir sind bei 2 Minuten, dann los. Scorpion, alles klar. Nächste Waffe. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und ich kenne, glaube ich, den einen oder anderen, der sagt, boah, die Waffe will ich haben, weil die ist einfach nur besonders. So, mehr dazu von Martin. Shooter ready, stand by und los geht's. Ja, hier haben wir die Heckler & Koch USC Pistolenkarabiner. Ursprünglich war sie das zivile Modell der HK-UMP-Maschinenpistole, die sicher die ein oder anderen von euch kennen aus Bad Boys 2. In dieser Ferrari-Szene hat er die UMP gehabt. Das ist jetzt die USC, die musste Heckler & Koch aufgrund des Anscheinsparagraphen in Deutschland so umbauen, dass die halt, ja, so ist, wie sie ist. So ist, wie sie ist. Genau. Was kann sie? Sie ist jetzt im Kaliber 45 ACP. Merkt man auch beim Schießen, der Rückstoß ist etwas härter, aber dafür habe ich auch mehr Power und Punch in dem ganzen Kaliber. Durchladehebel hier, wie bei der MP5 auch, man kann ihn auch arretieren lassen. Großer Unterschied zur MP5, die ja der Vorgänger dieser ganzen UMP-Serie war, ist dieser Verschlussfanghebel. Den kann ich drücken, wie beim AR-15 auch, dann fällt mir der Verschluss nach vorne. Sicherung ist auch beidseitig, typisch HK in dieser Form, ähnlich wie das G36 auch. Kann man auf jeden Fall gut bedienen. Magazinauslöseknopf beidseitig, in dem Fall, man kann hier unten greifen, anziehen, das Magazin rausdrücken. Magazin ist einreihig und das ist jetzt ein 10-Schuss-Magazin. Es gibt hierfür auch längere Magazine, die dann aber aufgrund dieser einreihigen Bauform dann wirklich lang rausstehen. Ja. Schaft ist nicht klappbar, das ist so ein Lochschaft,
der diesem Anscheinsparagrafen Genüge getan hat. Es gibt mittlerweile auch Hersteller wie Hera Arms oder andere Hersteller, die dafür Adapter bauen, wo man jetzt andere Schäfte montieren kann und da auch optisch ein bisschen mehr rausholen kann aus der Waffe. Mag ich mir gar nicht vorstellen, dass dieses Schmuckstück jemand verändern möchte. Du, es gibt Wege und Möglichkeiten. Schmecker und Ohrfeigen sind verschieden. Genau. 15 Sekunden noch. Ja. Rückstoßverhalten, massiv. 45. Werden wir dann eh auch sehen, ja, vom Schießstand her. Was hast du so empfunden beim Schießen? Doch ein deutlich anderes Rückstoßverhalten. Verschluss bleibt hinten nach der letzten Runde, natürlich, sonst wäre der Verschluss vom Hebel sinnlos. Martin erklärt ja alles mit Picatinny Rail und so weiter und so fort. Häkel- und Koch-Feeling kommt nur bedingt auf. Das Teil ist ja, Schönheit, liegt im Auge des Betrachters. Wir möchten hier kein Gun-Shaming machen, aber what the fuck. Wichtig, cooles Faktor, HK, Handkanten-Slap, vielleicht steht auch dafür. Und ja, der Verschluss vom Hebel, alles okay. Sicherung, knackig, kurz, aber halt nicht wirklich einstellbar und so. Ja. Jo, damit sind wir schon bei den 2 Minuten. Interessant. Und zu guter Letzt, Limax. Genau. Bereit? Zeit läuft. Der Limax Arms LLC 9x19 ist ein, kann man so sagen, AR-15 im klassischen Design, wie wir es kennen. Also wir haben die Bedienelemente, Magazinauslöseknopf, Sicherung, Verschlussfanghebel, alles so, wie wir es gewohnt sind. Der große Unterschied und das Besondere an der Waffe ist das Magazin selber. Es sind nicht nur mit Glockmagazine auf und für jeden, der eine Glock hat, ist das natürlich eine tolle Sache, weil ich das Pistolenmagazin auch in meinem Karabiner verwenden kann. Das Einzige, was wir beim Schießen feststellen konnten, ist halt die Bedienung an sich. Wenn man jetzt AR-15-Gewehre gewohnt ist, ist es halt durch dieses Glockmagazin aufgrund dieses speziellen Zuführwinkels so, dass man da halt vielleicht hängen bleibt. Das ein oder andere Mal, wenn man typisch AR gewohnt ist und so nachlädt, ja, wird man sich daran gewöhnen müssen, aber ich glaube, es wird nicht so lange dauern. Der Winkel. An sich, die Waffe ist kompatibel mit ziemlich allem an AR-Zubehör, was es gibt. Also ich kann mir den Abzug tauschen, Sicherung genauso. Handguard kann man sich auch tauschen, Schubschaft ist AR-kompatibel. Die Waffe ist großteils aus Kunststoff gefertigt. Also der Lower Receiver ist komplett aus Kunststoff, der Handguard ist auch aus Kunststoff. Aber muss sagen, macht jetzt nicht den Billig-Eindruck, sondern es ist einfach aus Kunststoff, wie eben die Glock auch. Und von dem her ist das jetzt nichts, wo man sich darüber beschweren müsste. Backup-Sights sind vorhanden, also auch eine nette Sache. Schubschaft geht wirklich gut. Also man muss sagen, für das, dass es ein Standard-Schubschaft ist, der geht wirklich saugend zum Verstellen in allen Positionen. Und auch so vom Bedienen her eine gute Sache. 30 Sekunden haben wir noch. Ja, Rückstoß. Wir haben schon 9mm Karabiner von Oberland und so getestet, ein Video gemacht. Ja, natürlich eine extrem führige Waffe. Dazu sind Karabiner gebaut und mit 9mm macht es natürlich extrem viel Spaß. Wir haben das Ganze mit den Train Shots kombiniert. Genau. Ja, Train Shot? Nein. Training Shot, wie heißt das? Mehr dazu im nächsten Video. Ja, seht ihr bald. Ja. Und auf Instagram. Ja, damit sind auch die 2 Minuten schon wieder voll. So, deine persönliche Meinung zu diesen 3 Waffen, die wir jetzt getestet haben, was wäre jetzt so dein Favorit? Müsstest du dir einen zulegen? Ich teile wahrscheinlich die Meinung mit einigen von euch. Ganz weit vorne an oberster Stelle ist natürlich die HK. Weil sie einfach ein Urgestein ist und optisch wunderschön ist. Weil sie was Besonderes ist. Und das ist ja heutzutage viel wichtiger. Nein, also die Scorpion erfreut sich weltweit großer Beliebtheit und das hat auch seine Gründe. Eben. Scorpion ist echt cool, lässt sich cool schießen mit dem Klappschaft und so. Macht das auch Sinn, die Magazine sind extrem robust. Alles in allem mein Gesamtsieger, ganz persönlich. Sicherung ist cool, leichte Bedienbarkeit, modular und. Also all in all. Eben, und es ist jetzt auch nicht, ich meine, das ist auch was Cooles, dieser Limax Arms, aber es ist halt wieder ein AR-15 und nachdem es ja doch einige Hersteller gibt und man vielleicht auch mal Abwechslung möchte, ist das auch, finde ich, mein persönlicher Favorit von den Waffen, die wir jetzt testen konnten.
weil es halt wirklich eine tolle Plattform ist. Es gibt mittlerweile viel Zubehör dafür und auch vom Rückstoßverhalten war es die Waffe, die sich am besten schießen konnte. Voll. Und dann, ja, dann haben wir noch zwei zweite Plätze, würde ich sagen. Ja. Gut, ja, Heckel und Koch, was Besonderes. Sicher ein Hingucker am Schießplatz, hat nicht jeder. Wunderbar, wie stark ihr mental seid, ob ihr mit dem auftauchen wollt. Okay, es soll jetzt wirklich kein Bashing sein. Das ist ja, es ist eine gute Waffe, sie hat halt bedingt durch diesen Anschlussparagrafen. Ja, ist ja halt so, wie sie. Wie wenn du das Kind redest, das du nicht magst. Ja, ist halt besonders. Gut, ja, und Limex, 9mm. AR-15-Plattform, auch top, aber da bleibe ich bei meiner Oberland. Wobei das natürlich, glaube ich, preis-leistungsmäßig auch eine Variante ist. Preis-leistungsmäßig ist sie wirklich top. Sich überlegen kann und dieser Kunststoff habe ich so noch nicht gesehen. Ganz interessant. Ja. Gut, das wäre es dann von unserer Seite. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Und wir sehen uns demnächst. Mach ein Putzvideo, ein Basic-Video. Wie reinige ich meine Glock? Dann kannst du gleich die Karabiner auch klicken. Sollen wir uns abseits von YouTube noch eine andere Plattform suchen? Was besucht ihr oft? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. YouTube hat ja wieder eine Richtlinie rausgebracht, immer mehr kommt. Und abonniert unseren Telegram-Kanal als Backup, damit wir nicht verschwinden. Und ja, wir schauen uns nach anderen sicheren Häfen um. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, ciao. Teilen, liken, abonnieren, wissen Sie eh, ne? Gut, dann war's das wieder. Ich hoffe, ich habe alles aufgenommen. Wir essen zu viel. 11 Minuten, ja. 20. Ich glaub, mit den ganzen Videoszenen werden wir auf 15 Minuten kommen.